Hallo, hallo, hallo. Da bin ich wieder, jetzt wieder mit einer Folge der Ehler denkt. Heute zu dem Thema Kreisliga-Fußball. Die Profifußballer kicken und verdienen sich dabei dumm. Denn dämlich ist der ein oder andere schon. Sie sind gut versichert und lassen sich jede kleinste Blessur bestens behandeln. Das kennt jeder und kaum einer macht sich da weitere Gedanken darüber. Parallel eiern, rennen und watscheln ein Vielfaches an Spielern über Deutschlands Fußballplätze, ohne auch nur einen kleinsten Cent zu verdienen. Sie halten einfach so ihre Knochen hin. Wenn sie sich mal verletzen, dann ist ihr Arbeitgeber am Montagmorgen total sauer. Oder sie müssen hinkend und humpelnd einfach ihre Pflicht tun. Es existieren über 17.000 Vereine, die dem DFB unterstellt sind. Da nur 18 Mannschaften in der Bundesliga spielen, kann man sich vorstellen, wie viele Spieler weder für Geld noch für große Aufmerksamkeit ihren Sport ausüben. Nach dem Motto flach spielen, hoch gewinnen, können zugegebenermaßen viele von denen gerade einmal so einen Fuß vor den anderen setzen. Diese wären die Millionen von den Starvereinen niemals wert. Dennoch sollte die soziale Kompetenz dieser Spieler höher geachtet werden, als es derzeit gang und gäbe ist. So, jetzt habe ich meine Lanze für den Kreisliga-Fußball gebrochen und kann wieder Pay-TV einschalten.